Kuriose Fakten. In einer meiner letzten Videos habe ich von einem Schraubenzieher gesprochen. Diesen Schraubenzieher. Und die Kommentare waren voll mit, das heißt aber Schraubendreher. Und dann habe ich mich gefragt, gibt es da einen Unterschied? Gefunden habe ich Folgendes. Im Grunde ist dies eine Diskussion der Generation. Vor allem die älteren Heim- und Handwerker nutzen den Begriff Schraubenzieher noch. Bedeutet das, ich bin alt? Das ist ja traurig. Aber es geht noch weiter. Der Begriff Schraubenzieher kommt noch aus der Zeit, in der hauptsächlich mit Holz gearbeitet wurde. Heute ist es anders und ihr habt tatsächlich komplett recht. Der korrekte Begriff ist Schraubendreher. Werde ich das jemals lernen? Who knows?